They told me I was too young. They told me I needed more training. I told them to drop dead. How ironic. I don't know how I survived that fall. Something strange must have happened. My pulse is beating like a drum, but my blood is running cold. I'm not sure what's going on, but I came here with a question. And I'm gonna find the answer if it kills me. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Kurz-Let's Play hier auf dem Channel und wir spielen Crypt of the Necrodancer. Ich habe das hier mal nachträglich eingesprochen, weil wir das Spiel nämlich im letzten Livestream angetestet hatten und ich wollte die Folge einfach auf YouTube hochladen. Wir haben es nicht lange gespielt, es gibt nur diese eine Folge. Wir werden es vielleicht mal im Livestream dann weiterspielen. Ob ich ein Let's Play davon mache, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Das eignet sich eher mehr für den Stream, für Twitch. Und hoffe einfach, dass wir da ja noch viel, viel Spaß mit haben werden. Wie gesagt, es ist erstmal nur die eine Folge und wir werden das einfach im Livestream weiterspielen. Und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Zuschauen. Man muss immer dann im Beat praktisch muss man sich bewegen. So, drücke P, um zu überspringen. If I'm gonna survive this, I'll have to remember what Uncle Eli taught me. Every opponent has a predictable pattern, he said. Learn that pattern and you won't suffer so much as a scratch. And this blue one just moves up and then down, so if I attack him from the side, I'll never get hurt. Okay. Ich bin gerade nur ein bisschen ruhig, aber ich muss so ein bisschen den Beat hier ein bisschen finden. Das ist echt schwierig, wenn man dann nebenbei dann noch quatscht. Multiplikator verloren, okay. Ach so, da muss man richtig im a broadsword, not as sharp as I'm used to, but I bet it can still take out three enemies in one shot. Aha, okay. Looks like those skeletons put their hands in the air when they're about to jump. If I'm in the way when they move, it's gonna hurt. Nein! Nein! Ah, ach so! Nein! Mist! Alter, das ist... Nein! Mist! Boah, das ist echt schwer. Ich versuche mal so ein bisschen den Kopf dann mit zu bewegen, dass ich den Beat dann mitkriege, dass man dann im richtigen Moment dann einfach springt. Ha, that trap is mostly harmless, but Eli warned me of deadlier traps to come. Okay, ach, das war eine Falle, okay. Na gut, schauen wir mal. Okay. Puh, Glück gehabt. Alter, das ist... Das Spiel ist mega... Das ist echt cool, das Spiel, aber es ist ein bisschen... Es ist echt schwer. Weil man muss hier echt immer im Beat rumlaufen und das ist gar nicht mal so einfach, dass man immer den Beat dann erwischt. Also genau in dem Moment springt eigentlich...
wo man springen müsste. Nein! Mist! Ach so, jetzt sehe ich das da unten mit dem Herz erst. Okay, jetzt habe ich das gecheckt. Okay. Oh, das heißt, ich musste unten auch noch drauf achten. Boah, das ist gar nicht mal so einfach. Goldener Schlüssel benötigt. Okay, den holen wir uns mal eben und... Nein! Okay. Nein! Das tat weh. So. Schlüssel... Das Schlüssel benötigt. Ach so, ich brauche für das Ding brauche ich einen Schlüssel. Okay, jetzt. Jetzt habe ich es gecheckt. Okay. Nein! Okay. Okay. Was? Was? Ach so, wenn der... Ah, wenn er... Au! Was? Getötet von... Was? Schnellneustart. Lobby besuchen, Schnellneustart. Ah ja, okay, müssen wir ganz von vorne wieder anfangen, verdammt. Okay. Ich habe das mit dem Boss, das habe ich nicht, das habe ich nicht gecheckt. Dass der, wenn er am Boden liegt, und dann hat er die Wand eingerissen und plötzlich waren da, keine Ahnung. Boah, das ist... Nein! Boah, das ist echt schwer. Das ist echt schwer in diesem, Das ist echt schwer, in dem Beat zu bleiben. Achso, hier gibt's den... Was? Achso, okay. Ach, ich brauch da... Okay, ich brauch Münzen dafür. Das heißt, ich muss, den goldenen Schlüssel habe ich jetzt zumindest schon mal. Und dann kann ich praktisch, Nein! Mist! So, okay, so. Münzding verloren, okay. Okay, danke dir. Kann ich von dem jetzt irgendwie... Okay. Was kann ich hier mitmachen? Aha. Keine Ahnung. Nein! Mist! Boah, das ist echt mies. Nein! Boah, Alter, das ist echt... Das ist auch wieder Falle, oder? Ah ja, okay. Die kann man aber, glaube ich, nur nutzen, um die Gegner zu besiegen. Ja, klar! So, wie besiege ich den jetzt? Alter, ich bin ja echt schlecht bei sowas, mit dem Beats und allem. Alter. Ah! Was? Was? Na toll. Schnellneustart, Schnellneustart. Wo sehe ich denn, wie viel Zeit ich noch übrig habe?
sehe ich denn wie viel. Hä? Wo sehe ich denn wie viel Zeit ich übrig habe? Okay. So. Dann haben wir das Breitschwert. Okay, da können wir uns eine Fackel holen. Muss ich die irgendwie aktivieren oder so? Oder. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache, wenn ich ehrlich bin. Okay, also ich buddel mich jetzt hier irgendwie mal durch, keine Ahnung. Ich frage mich nur, was ich jetzt machen muss gerade. Vor allem, wo sehe ich denn, wie lange die Musik noch geht? Okay. Ach, da unten geht's weiter. Okay. 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 So. Entschuldige, wenn ich gerade ein bisschen weniger sage, aber ich muss mich, da muss man sich doch ein bisschen mehr konzentrieren. Ah ja. Okay, mit dem Breitschwert ist es ein bisschen einfacher doch, tatsächlich. Weil man nicht ganz so aufpassen muss. Beziehungsweise, weil man da mehr die Feinde angreift. Okay. Ausgangstreppe entsperrt. Ah, okay. Wir müssen immer den Boss töten. Und wenn wir den Boss töten, dann können wir praktisch aus dem Dungeon da raus. Ah. Okay. Ich muss echt sagen, das ist eigentlich echt cool gemacht. Das. Ups. Toll. Ich wusste nicht, dass das Ding, dass das so eine Falle ist, so eine blöde. Toll. Jetzt habe ich mal wieder mein Breitschwert verloren. Alter, das ist, aua. Also ich muss sagen, das Spiel macht echt Spaß. Hätte ich... was? Was war das jetzt? Nein! Oh, ich bin manchmal nicht einfach zu schnell dafür. Das ist ein bisschen nervig. Oh. Nein! Aha. Was macht das jetzt? Ich habe keine Ahnung, aber wir lassen uns das mal überraschen. Okay. Aha. Ach, das war der Boss schon, oder wie? Interessant. So, ich mach hier noch platt, dass wir die Münzen kriegen. Okay, so. Weiter geht's. Okay. Also mit den Schwertern da ist es gar nicht mal so. Ist es gar nicht mal so blöd, weil man da eben viel besser angreifen kann. Okay, so. Dann putzen wir uns hier mal den Weg frei. Was ist das? Zauber. Aufwärts rechts. Was?
Badass. Was war das? Toll! Das hat ja gut geklappt. Was war das? Irgendwas mit Gib Blut? Das muss ich mir danach nochmal angucken dann. Dann kriegt man eine Blutwaffe und dann war ich aber schon tot. Fand ich sehr schön. Ah ja, okay. Zack. Nein. Boah. Ich möchte mal wissen, wie viele, ich weiß gar nicht, ob das Level sind oder keine Ahnung. Ach nee, wir sind immer noch in Level 1. Ah, okay. Zone 1, Level 1. Okay, das heißt, wir kommen zwar vielleicht immer weiter, aber wenn wir sterben, dann müssen wir komplett von vorne anfangen. Okay. Habe ich gecheckt. Ich glaube, angreifen können wir aber, wenn ich das richtig gesehen habe, können wir immer, oder? Es muss halt der Beat... Es muss halt zum Beat passen. Okay, so, das haben wir geschafft. Boah, das ist echt schwer. Also das ist, So, jetzt sind wir in Level 2. Und jetzt, wenn wir wieder sterben, sind wir wieder bei Level 1. Ist da Wasser, oder? Ach so. Ach so. Ah, okay, in das Wasser kommen wir doch rein. Das wusste ich nicht. Das heißt, in dem... Was ist das? Nein! Alter. Okay, so. Haben wir den zumindest erwischt? Nee, angreifen können wir auch nicht immer, sehe ich gerade. Das sind wir schon Level 3. Aha. Aha. Toll. Also ich muss sagen, das Spiel ist, da braucht man, glaube ich, viel, viel Übung bei dem Spiel. So, springen wir mal rein. Was? Alter, was? Alter, ist das mies. Lobby besuchen, Diamanten ausgeben. Schnell Neustart. Okay, wir fangen wieder bei Level 1 natürlich an. Boah, das war jetzt aber echt mies mit dem Feuergespucke, was der rote Drache da macht. Ja, okay. Vor allem dieses in diesem, diesem Beat bleiben ist halt extrem schwer. Nein! Nein! Ach, Mist! Ich habe keine Ahnung, was dieser Affe eigentlich macht. Den kann man irgendwie immer treffen. Keine Ahnung. Und ich schon wieder so ein hässlicher Drache. Come on.
Ja, Entschuldigung, wie gesagt, wenn ich gerade ein bisschen ruhiger bin, aber da muss man, ich muss mich echt ein bisschen konzentrieren auf den Beat. Nein. Okay, so. Das ist nämlich echt gar nicht so einfach. Ich will noch die Münzen mitholen. So, ich hoffe, die Musik hört jetzt nicht auf. Nein, Mist. So, Stufe 2, mal wieder. Hallo? Ach so, die kann man nur... Ah, die kann ich nur treffen, wenn sie hell sind. Okay. So, was haben wir hier? Benötigt Opfer. Okay. Ja, ich hab da gerade einen Haufen Gegner getötet. Kann ich die nicht dafür hernehmen? Halt, dann geht's weiter. Boah, das ist... Nein. Okay, oder auch nicht. Also ich sehe das schon da unten mit den Dingern. Ich glaube, in dem Zusammenhang, wenn die da kommen, da kann man dann immer springen und so, aber... Da drauf zu achten und auf die Gegner alles, das ist echt schwer. Das ist echt gar nicht mal so einfach. So, okay. Nein! Oh, Mist. Oh. So. Ach, Mann. Beat verpasst. Oh, das ist echt irgendwie... Das ist echt mies. Keine Ahnung. Oh, ich bin generell eigentlich relativ unrhythmisch. Dass dieses Spiel nicht gerade, nicht gerade förderlich. So. Okay. So. Nein. Nein, das war zu früh. Mist. Das war viel zu früh. Ich wollte eigentlich viel später springen, aber... Ja, keine Ahnung. Billige Läden, verschiedenes. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gekauft habe. Wird schon irgendwas Sinnvolles sein, hoffe ich. Eine Runde machen wir noch und dann werde ich mir was anderes raussuchen. Vielleicht was einfacher ist. Nein! Boah! Ich fange dann immer genau an, dann zu drücken, wo es eigentlich, ich habe da kein Gefühl dafür, zumindest noch nicht. Aha, eine Fledermaus. Ach, jetzt Fledermaus wieder. So. Nein. Oh, Mist. Das muss doch zu schaffen sein, das gibt's doch gar nicht. Aha. Was die Affen
sollen, habe ich auch noch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Nein, ach komm schon. Ich bin immer zu schnell. Ich bin viel zu schnell dafür. Das ist echt nicht gut eigentlich. Nein! Boah, das ist echt. Nein! Ach, der hält mich, glaube ich. Ach, der hält mich dann fest, glaube ich, für die anderen, dass die mich erwischen können. Achso. Okay. Niedriges Tempo. Okay, das ist jetzt nicht so schlecht eigentlich. Ach so, toll, weil ich den jetzt kaputt gemacht habe, konnte sich der andere wieder bewegen. Toll. Na toll. So. Dann laufen wir jetzt einfach weiter und versuchen zumindest noch das Beste draus zu machen. Wenn ich jetzt sterben sollte, was wahrscheinlich sehr bald der Fall sein wird, dann werde ich was anderes spielen. Das Spiel, wie gesagt, ist eigentlich extrem witzig. Es ist nur extrem schwierig. Den Beat verpasst. Das gibt's doch gar nicht. Okay, so. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man sich eigentlich am Boden orientiert, kann das sein? Nein, verdammt. Ich glaube, wenn man sich am Boden orientiert, dann geht das gar nicht mal schlecht, weil der Boden ändert immer die Farbe. Und ich glaube, das ist gar nicht... Nein! Das ist gar nicht mehr verkehrt. Nein! Ah, da oben war die Truhe, da wäre ich nicht mehr durchgekommen. Verdammt. Okay, ich gehe mal zur Lobby zurück. Zone 1, Charakter auswählen, Tutorial, Zone 3, Zone 4. Möchtest du den schnellen Bewegungsmodus in der Lobby aktivieren? Ja. Ach so, das ist praktisch... Ah, jetzt bin ich hier nicht mehr auf den Beat angewiesen dann. Okay. Naja gut, okay.